Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Evo Search for Eden. Und wir haben uns mittlerweile in einen Vogel verwandelt und schauen uns jetzt ein wenig um, dass wir ein paar leichtere Gegner finden, weil wir wieder ganz schwach sind. Das sind Gegner. Die wollen nur spielen, wir wollen auch nur spielen. Oh, die bringen viel von den bunten Dingern. Wir haben viel buntes Fleisch gebracht. Buntes Fleisch ist gut. Ich töte sie deswegen, damit wir stärker werden, Mann. Die kämpfen auch nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn sie angegriffen werden, beißen sie einfach mal. Recht haben sie. Jetzt suchen wir uns noch ein paar wehrlose Opfer. Wenn wir fliegen, sind wir viel schneller. Schade, der ist uns entkommen. Ich muss sie doch töten, wenn ich gewinnen will. Komm, wir gucken mal gerade, was wir verwandeln können. Ja, ich hätte gern irgendwie den Phonokos seinen Mund, aber der kostet uns 1000 Evolutionspunkte. Unseren Körper können wir immer wieder. Wir können sogar einen gefederten Körper machen, okay. Das wusste ich gar nicht. Edasaurus-Dorsalfin, Segosaurus-Dorsalfin und. Okay. Unseren Schwanz. Okay, Longtail Snake. Kostet alles noch sehr viel. Okay. Das heißt, wir werden erstmal wieder ein bisschen rumrennen. Und Erfahrungspunkte sammeln. Doch, ich hab Füße, aber ich fliege. Ich bin immer noch ein Vogel. Sieht mir daran, dass ich fliege. Ich laufe nicht. Aha. Und du auch noch. Au. Das war jetzt nicht lustig. Wache. Moment, braucht mir jetzt 500 oder 500. Ich will nämlich erstmal das größere Maul uns besorgen. Mist. Viel zu harte Gegner. Doch, wir müssen aber kämpfen. Ja, wie wollen wir denn sonst besser werden? Fressen oder gefressen werden ist die Devise bei dem Spiel. Ja, ich habe Füße und einen Schwanz. Ich muss ja auch als Vogel irgendwo mal laufen können.
Ja, die anderen Vögel wollen die einzigsten sein, die fliegen können. Deswegen haben die uns daran gehindert, den Berg hochzuklettern. Unsere Zuschauer, was mit denen? Ich weiß nicht, seid ihr da? Allgemeine Frage, seid ihr da, Zuschauer? Da musst du hier drücken, nicht da. Ist nicht wie bei Minecraft. Hier auf dem Controller. Jetzt nicht die Taste. Die hier. Die Taste, mit der man noch fliegen kann. Ach, jetzt beweg dich doch. Das ist umgestellt, ich merke schon. Nein, nein, nicht drücken. Nein, nein, lass es bitte. Die kleinen Grünen steuere ich nicht. Was die machen, kann ich nicht beeinflussen. Aber ich sorge jetzt erstmal dafür, dass wir ein größeres Maul bekommen und schneller Gegner töten können. Jetzt können wir die nämlich mit einem Biss töten. Guck dir unseren netten Kopf an. Ich glaube, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Wieso habe ich nicht den Vogelkopf genommen, sondern den normalen Kopf? Das war blöd jetzt. Naja, gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein besseres Maul. Das ist doch wenigstens schon mal irgendwas. Auch wenn es uns wenig bringt. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um, was da weiter vorne ist. Die sind zwar noch ultra schwach, aber das klappt schon irgendwie. Muss klappen. Mal schauen. Och nein. Ha! What a stupid creature! It has been a long time since we have seen a daredevil. Let us howl to inform that order Brontosaurus that a stupid creature is approaching. Oh. Mann, die sind ganz schön stark. Ich bin zu groß, um die Knochenteile am Boden zu essen. Vielleicht kann ich hier essen. Oh, sehr gut. Ich fliege einfach über die hinweg. Ich hau einfach ab. Genau. So, dann gucken wir uns nochmal da um, was da ist. Ah, jetzt kommen wir hoch zu der Wolke. Genau, da kommt man nur hin. Da kommt man nur hin, wenn man fliegen kann. Was ist in der Wolke? Wirst du sehen, das ist echt genial, was in der Wolke ist. Und man kommt nur in die Wolke, wenn man fliegen kann. Ja. Wart ab. Ist richtig heftig. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass es so Kleinigkeiten gibt, wenn man sich unterschiedlich entscheidet, dass unterschiedliche Sachen passieren können. Hoffentlich bin ich jetzt hier richtig. Man muss nämlich auch richtig durch dieses Labyrinth kommen. Oh je. Naja gut, wir machen hier gerade einen Schnitt und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.